Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dreamfall Chapters. Ja, wir sind hier auf der Suche nach Bip. Wenn ich mich recht entsinne, ist Liku auch mit von der Partie. Der ist aber schon mal woanders lang gelaufen und macht einen auf Ablenkung. Und ja, wir versuchen jetzt einen Weg auf die Burgmauer zu finden. Und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal direkt hier rechts bei diesem unauffälligen abgefallenen Kopf und der Rampe, die hier hochgeht. Das sieht irgendwie vielversprechend aus, muss ich tatsächlich sagen. Das ist eine Steinmauer, ja, das hast du gut erkannt. Diese Seite der Mauer ist zu steil und ich finde keinen Halt. Ich glaube nicht, dass ich hier hochklettern kann. Naja, kann man schon irgendwie reingreifen, dazwischen greifen, aber wahrscheinlich müssen wir irgendwie da oben hoch und dann von der Hand aus darüber hüpfen, würde ich jetzt mal fast schon vermuten. Demnach probieren wir das doch dann einfach mal aus. So, die Wachen da unten scheinen uns hier oben auf jeden Fall nicht zu sehen. Es gibt nichts, woran ich mich festhalten könnte. Das hier sieht aus, als ob man hier hochklettern könnte. Diese Wand ist nicht ganz so steil und es gibt Vorsprünge und Spalten. Da könnte ich hochkommen. Ja, eigentlich gibt es hier nur, streng genommen, Hubbels, die raushängen. Das sieht aus wie ein guter Ausgangspunkt für die Kletterpartie. Ja, aber wieso? Ach, jetzt kannst du plötzlich danach greifen, von der Seite, aber direkt davor stehe ich nicht. Alles klar, wir werden von Stein zu Stein teleportiert. Das ist schon ein bisschen merkwürdig gemacht. Huch. Wow, drei Steine hoch und der Rest macht er alleine. Wie lame. Naja, okay, jetzt sind wir schon mal fast auf der richtigen Höhe. Das ist ein sehr symmetrisches Lager, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber alles klar. Schauen wir mal, ob wir unseren guten Kumpel Bip, den kleinen, ich höre auf niemanden, finden. Yeah. Ranken. Na, wie wär's mit Springen, mein Guter? Bei der Göttin. Das Lager ist größer, als ich dachte. Hier müssen Tausende von Magischen sein. Haben sie vor, die einfach alle zu ermorden? Ja, Konzentrationslager 2.0 oder 1.0, je nachdem. Und Springen. Halbwegs animiert, lass ich mal durchgehen. Liku ist auch unterwegs. Finde einen Weg in den Burgturm. Wer es mit fallen lassen? Nein. So, da sehe ich Wachen. Da fehlt einfach nur ein Stück Stein. Da vorne an der Treppe steht allerdings auch eine Wache. Und warum verbrennen wir die Leichen? Aus Gesundheitsgründen. Willst dir nicht einfallen, woran die gestorben sind? Ah, leuchtet ein. Woran genau sind sie denn gestorben? Irgendeine Art Grippe. Die kriegen sie alle. Muss was muss was Erbliches sein. Was ist das? Noch nie von der Grippe gehört, die vererbt wird. Stell keine Fragen. Die Verwalterin mag keine Fragen. Ja gut, wir vergaßen sie nicht. Nein, wir infizieren sie einfach mit irgendeiner Krankheit. Was macht der Typ da unten? Sieht aus, als wenn er buddeln würde. Die Wachen beobachten das Gefängnisgelände.
Sie rechnen nicht damit, dass jemand ins Lager einbricht. Ja, das tun sie nicht, aber der da oben, der wird ein Problem werden. Seltsam. Im Lager gibt es mehr Soldaten als an der Umzäunung. Sie misshandeln Gefangene, damit die anderen Angst haben und gehorchen. Ach, der boxt da jemanden, den siehst du einfach auf die Entfernung nur nicht. Wie ihr seht, da siehst du, der Typ fehlt, der wird einfach nicht gerendert. Die Leute stehen drumherum. Auch einfach nur starr. Wie angewurzelt. Warum wurde mitten in einem Gefangenenlager eine Fabrik errichtet? Setzen sie die Magischen als Zwangsarbeiter ein? Nein, nein, mein Lieber, die verbrennen sie. Da hinten liegen Leichenberge, siehst du doch. Das Lager ist riesig. Wie viele Magische haben sie hier eingesperrt? Es müssen weit über 1000 sein. Ja, Massenvernichtungslager. Ja. Die Wache ist plötzlich weg. Alles klar. Die Fabrik kann ich mir angucken, aber da die riesigen Leichenberge, die durch die Gegend ziehen, nicht. Naja, gut. Die Wache könnte hier irgendwo Patrouille laufen und immer noch da sein. Ich glaube, das Problem wird eher sein, aus dem Lager wieder rauszukommen. Das Reinkommen wird wahrscheinlich kein Problem sein. Siehst du irgendwas? Nichts. Ich hätte schwören können. Vielleicht war es nur ein Vogel. Meinst du etwa, ich kann einen Vogel nicht von einem Menschen unterscheiden? Es ist dunkel. Es ist dunkel. Halt einfach die Klappe und gib Acht. Ich hatte auch mal ein Spähglas. Damit konnte ich die Straßenbanden in Zadir im Auge behalten. Aber Vermins Jungs haben es mir abgenommen. Sie behalten das untere Gelände im Auge. Okay, also die Synchro ist nicht die geilste. Ich dachte. So, jetzt können wir aber noch Leichen begutachten. Geht doch. Hunderte von toten Magischen. Hunderte und Aberhunderte von Leichen. Die Leute können nicht alle eines natürlichen Todes gestorben sein. Sie schleppen Leichen in die Fabrik? Ich sag doch, sie verbrennen sie. Um sie zu verbrennen? Aber warum? Was treiben die hier in diesem schattenverfluchten Ort? Mein lieber, lieber Junge. So jung du noch bist, so viel zu lernen du noch hast. Das hier ist eindeutig eine Anspielung auf das Dritte Reich. Nur, dass es keine Juden sind, sondern einfach Magische, die hier verfackelt werden. Und die Kaiserlichen sind die ganzen Arier. Also in diesem Fall die Menschen. Das Ganze auf eine abstrakte Ebene gehoben. Die Hakenkreuze durch irgendwelche Kaisersymbole ersetzt und alles ist easy. Aber kommt auch kein Problem mit dem Verfassung, auch kein Problem mehr mit dem Verfassungsschutz. So, ja. Finde einen Weg in die Burg. Ach, springen. Hui. Ja, ich nehme mir echt schwer, dass sie die einfach mit irgendeiner Grippe infizieren. What the fuck? Das ist irgendwie tief. Huch. Wer da? Es ist ungünstig. Die Wache hier hoch? Oder bleibt er einfach da unten stehen?
Der wird einfach neu getriggert, der Typ. Was macht der da? Sieht aus, als wenn er einen unsichtbaren Baum sägen würde, aber was tut er da wirklich? Ich sollte warten, bis der Wachmann zurückkommt und ihn beobachten. Und da stellen wir uns halt unauffällig hier oben einfach hin und bespannen ihn gleich einfach. Ich hätte halt gedacht, dass er hier die Treppe hochkommt, aber anscheinend denkt er sich so, ach du, da wird schon keiner sein. Ist ja auch relativ unwahrscheinlich, gebe ich zu. Die Wache drückt etwas, doch ich bin zu weit weg, um es zu erkennen. Ich müsste es von nahem sehen. Wir könnten den Leuten versuchen, die Dings zu klauen. Da ist ja das Fernrohr. Aber ich meine, die drückt da einfach nur auf einen einzigen verkackten Knopf drauf. Ja, nicht irgendein Zauberer, der Nekromantenkönig von GN. Das heißt, er habe Menschen gejagt. Aber war er nicht selbst ein Mensch? Seine Statuen wirken menschlich. Aber ein Gestaltwandler. Statuen sieht man die Hautfarbe nicht an. Okay, die haben das Fernglas einfach wieder hingelegt. Das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen einfacher, ne? Feuer. Scheint, hat Liko wieder für Unruhe gesorgt. Wow, wie die... Wie der Rauch da raus saust. Ist viel zu schnell. Dieser Durchgang muss in die eigentliche Burg führen. So, Sperrglas benutzen. Gut, das ist ja gar nicht so kompliziert. Nein. Ich kann sagen, also ich hoffe, der verkackt mir das jetzt nicht. Einfach nur die Reihenfolge einmal richtig machen muss, aber was war da noch zu machen? Dreamfall Chapters. Liko hat erstmal irgendwas in die Luft gejagt, läuft bei ihm. Ja. Bin mal gespannt, also das ist für mich eine ziemlich krasse Anspielung auf das Dritte Reich. Definitiv, definitiv. Finde die Amtsstube der Verwalterin. Die Amtsstube der Verwalterin ist irgendwo in diesem Stockwerk. Da bin ich sicher. Führungskräfte wählen immer das oberste Stockwerk. Alles klar. Das ist natürlich... Das ist das Symbol des Dienstgewerbes. Der Aufseher und Hauskräfte, die helfen, diese Einrichtung in Betrieb zu halten. Die Erbauergilde. Sie ist verantwortlich für die Errichtung und Wartung aller... Die militärische Außenstelle. Sie sind hier sehr präsent, aber man überträgt ihnen nicht die Verwaltung. Ich glaube, das ist das Amtssiegel der Behörde für wissenschaftlichen Fortschritt. In Sadir wurde über ihre Existenz gemunkelt. Aber ich kenne niemanden, der dieser Abteilung angehörte. Soweit ich weiß, war sie bei der Erstellung des Apparats behilflich. Sie ist ein neuer Arm der Regierung. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Behörden scheint sie jemandem aus dem Rat direkt unterstellt zu sein. Ich würde sagen, das ist der beste Ort, um nach Unterlagen über die Gefangenen und belastenden Dokumenten zu suchen.
Alles klar, also nicht Verwalter, sondern... Verschlossen. Oh, abgeschlossen. Ist da jemand? Isaac? Joran? Ist da irgendwer? Keiner? Bei der Göttin. Ich hasse die frühen Runden. Erlaus mag den Verstand eines Mimenvogels haben. Aber in manchen Nächten schwöre ich, dass er recht hat. Dieses steinerne Grab ist verflucht. So, was bist du? Da drin ist wahrscheinlich nichts, was ich brauche. Was im Namen des Schattens? Komm schon. Komm schon, geh auf, du Elendes. Hey, was ist da los? Wer seid ihr? Ich wollte den K.O. schlagen, Mann. Wenn ich nur ein bisschen daran ruckele, die Göttin hole mich jetzt ja noch fester. Wie lange er versucht er das? Wird er das Ewigkeiten versuchen oder ist er irgendwann mal fertig damit? Ich meine, er scheint immerhin... Wer da? Pelos, bist du das? Du hohlköpfiger Narr? Was macht ihr hier? Wo seid ihr hergekommen? Ich kann zaubern. Hallo? Hallo? Ist da wer? Ich muss nur richtig dran ruckeln. Komm schon. Komm schon. Ah, wieder einmal zahlen sich die Jahre auf den Straßen von Sadia aus. Alles klar, wir versuchen einfach mal hier reinzukommen. Wenn ich die Schlüssel nicht gleich zurückbringe, könnte die Wache Alarm schlagen. So. Wir tun die Dings schnell zurück. Wir haben aufgeschlossen und jetzt gehen wir hier wieder rein. Okay, verstehe. Und wieder schließen. Ja, das ist sogar halbwegs logisch gerade. Wollen wir hier vielleicht durchgucken, irgendwas sehen? Nein. Hier? Nein, aber ich habe doch immer einen Punkt. Ah, der Geld dieser Tür. Gut, dass er hier einfach so reinlaufen, dass hier niemand ist, ne? Suche Informationen, die dabei helfen. Was war das gerade für ein Geblitze? Bib zu finden und die Wahrheit über das Lager zu enthüllen. Jetzt ein Haufen Totenköpfe. Schädel? Beim Schatten. Da hat jemand einen morbiden Einrichtungsgeschmack. Wenn es echte Schädel sind? Ja, ein bisschen. Der Nekromantenkönig hat seinen Kopf verloren. Ich frage mich, warum die alle entfernt wurden. Da gehört auf jeden Fall irgendwas hin. Und vielleicht müssen wir einen von den Köpfen nehmen und da drum drauf tun? Wessen Schädel sind das? Sie sehen nicht alt genug aus, um aus dem Besitz des Nekromantenkönigs zu stammen. Ja, da unten werden ganz Haufen Leute verbrannt, nehmen wir doch einfach die. Wozu sollten sie ein anatomisches Schaubild brauchen? Naja, indem sie Versuche an den Leuten machen. Verschiedene Art und Weisen. Was macht die Verwalterin damit? Sieht ja wirklich nach so magischen Babys und Kindern aus und Hirnforschung und so und soll ich einfach mal aufmachen und reingucken. Solche Halsketten werden traditionell von Schwestern getragen. Sie zeigen ihre Stellung innerhalb der sechs Kreise von Sadia an. Diese Statuen können nicht neu sein. Der Nekromant hat sie wohl anfertigen lassen, als er vor 1000 Jahren über die Insel herrschte. Sie scheint auf etwas in diesem Raum zu zeigen. Ja, wow, auf den Zettel bestimmt.
Von diesem Fenster aus muss die Verwalterin eine fantastische Aussicht haben. Wenn es draußen nicht stockdunkel. Draußen geht es steil nach unten bis zum Boden. Auf diesem Weg könnte ich nicht entkommen. Selbst wenn ich keine andere Wahl hätte.